Stress ist heutzutage ein ganz, ganz wichtiger Dickmacher und leider bei vielen Menschen auch eine Abnehmbremse. Stress kann dabei sein klassischer beruflicher und privater Stress. Oft ist Stress aber auch eine Form von Kopfkino. Das wäre Perfektionismus, das wären zu hohe Erwartungen an mich selbst, unrealistische Ansprüche. Und deswegen ist es sehr gut, sich das mal bewusst zu machen und dann auch im Sinne von Stressbalance da ranzugehen, sich zu überlegen, was tut mir gut, was entlastet mich. Das können Entspannungsmethoden sein oder andere Formen von Entschleunigung und Entlastung. Und das kann in vielen Fällen genauso wirksam sein wie zum Beispiel Sport und Ernährungsumstellung.